Boah, Alter, sind das Riesenviecher. Ja, servus meine lieben Jungs und Mädels, da ist gerade ein Meteorit eingeschlagen. Ja, servus meine lieben Jungs und Mädels, wir kommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Hexit. Ja, ich hatte jetzt in der letzten Folge ein paar Probleme, oder in der letzten Folge hatte ich ein paar Probleme, und zwar ist das Spiel leider öfters abgestürzt. Jetzt wollte ich vorhin eine Runde aufnehmen, da ist es mir schon wieder abgestürzt. Obwohl, ich habe das Spiel jetzt einmal noch mal komplett neu installiert, also es kann sein, dass wir jetzt wahrscheinlich die ganzen Erfolge noch einmal sehen werden. Ist ja auch relativ latte, ob ich die jetzt nochmal sehe oder nicht. Nur hoffe ich jetzt, dass das Spiel stabiler läuft, weil, wie gesagt, das Spiel ist mir noch mehrmalig abgekackt. Auch während der Aufnahme, es gab jetzt nicht viel zu sehen in dieser Aufnahme. Ich bin dann nur kurz rumgelaufen und bin dann beim Rüberjumpen auf die Schiffe hier hinten. Sekunde. Auf diese Schiffe hier hinten. Ich hoffe, man sieht den Mauszeiger. Auf diese Schiffe hier hinten. Da bin ich hingeflogen schnell und dann ist das Spiel wieder abgestürzt. Da dachte ich mir, okay, pass auf, Spiel, du fahrst mich nicht mehr. Ich deinstalliere dich und lade dich nochmal neu runter. So, und ich hoffe, dass diese Probleme sich jetzt endlich gelegt haben. Und ich werde jetzt auch mal was anderes machen, und zwar, ich werde das jetzt ganz anders tun. Ich werde jetzt erstmal diese Spinne hier töten. Und dann werde ich, was ist das denn hier eigentlich? Okay, dann werde ich erstmal F7 drücken. Nein, Quatsch. Der eigentliche Grund, was ich machen will, genau, und zwar, pass auf, wir werden nämlich jetzt dahin schwimmen. Ich werde mir jetzt ein Boot bauen, damit die Scheiße nicht noch einmal passiert, weil ich habe das Gefühl, das liegt wirklich nur daran, dass ich die ganze Zeit immer wieder mit dem Electric Staff rumeiere. Und das will ich jetzt mal unterbinden, indem ich mir jetzt wirklich mal ein Bötchen baue und einfach mal rüberfahre. Machen wir es mal oldschool-like, so richtig Minecraft oldschool-like. Oh, ich habe versehentlich eine Türe gebaut. Das war natürlich geplant. So, ist das nicht schön? Tolle Workbench, ne? So, okay, wobei das eigentlich eine coole Idee ist, ne? Voll geil irgendwie. Naja, egal. So, egal. Wir fahren da jetzt rüber mit dem Schiffchen zu den Schiffen dahin und gucken erstmal, was da ist und ob das Spiel mir schon wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Hallo? Fährst du mal los? Danke. War wohl noch auf dem Sand, nicht gesehen. Jedenfalls, ja, das ging mir halt tierisch auf die Eier, deshalb dachte ich mir wirklich, okay, machst das nochmal so, installierst das Spiel nochmal neu. Und hoffentlich haben sich die Probleme dadurch dann gelegt. Und das hoffe ich jetzt auch. Und ich sehe gerade da hinten was ziemlich Geiles. Ich sehe da oben auf der Karte 4 Türme auf einmal. Und irgendwie einen halben Turm kann das sein. Moment mal gerade. Ist das ein halber Turm da oben? Ach nee, jetzt lädt er sich. Das ist noch ein Turm gewesen. Boah, krass. 5 Türme auf einmal. Das ist ja krass. Guck mal, Leute. 5 Türme auf einmal. Das ist ja heftig. War ich denn da schon drin? Ich glaube aber wahrscheinlich eher nicht, ne? Nö. Nee, man hört das übliche Gestöhne. Oh. Starpiece. Star. Da muss ich hin. Da muss ich natürlich hin. Das Ding muss ich einsammeln. Sprich, runter. Ich möchte raus. Zack, danke sehr. Hab ich, wieso hier so viel von den Viechern liegt. Ich meine, wo ist denn mein Boot jetzt hin? Mein Boot ist weg. Oh nein. Muss mir ein neues bauen. Egal, hau ich die Jungs hier erstmal kaputt. Die Schwulen wieder. Aber nichts gegen Schwule. Man sollte sich halt immer so an, als wenn sie es hier treiben würden auf dem Schiff. Nicht bitte falsch verstehen. Es soll nichts Negatives gegen Schwule sein hier, wenn ich das mal sage. Stirb. So. Oh, warte mal. Der hat mich so weit gedroppt. Das müssen wir mal gerade einsammeln. Guck mal, schon fängt's an. Schon sind wir am Sammeln hier. Ja, hier noch. Da noch. Und da noch das Zeug. Und dann wieder nach oben. Das Schöne ist jetzt, die haben nämlich auch Bötchen, das heißt, die kann ich jetzt auch eben benutzen. Weil ich will eben nochmal dann fixieren, nämlich nochmal nachschauen. In den Truhen. Sehr schön, Hexalescence. Perfekt, besser kann es nicht laufen. So, wir fangen direkt an anzusammeln. Die wichtigsten Sachen. Was haben wir hier? Ja. Ah, scheiße, Gesellschaftsseeds. Ich möchte immer noch Dingens finden. Melonen. Ah, ne, Melonen habe ich doch, ich doof. Ah. Ja nicht online auf Dannys Server, da werde ich nämlich Melonen finden. Sorry, falsche Aussage, war nicht mit Absicht. Mich gerade da vertan im Server oder im Spiel.
in letzter Zeit zu oft auf Dannys Server rumgehangen, weil da fehlen mir einfach immer noch, wir finden auf Dannys Server, finden wir einfach kein Dingensbiom mehr, kein, ihr wisst, was ich meine, ihr wisst, was ich sagen will, wir finden keinen Dschungel, was uns relativ ärgert, deshalb, ja, verzeiht mir gerade diese Aussage. So, ach guck mal hier, weg mit dem Scheiß, so, den wollen wir nämlich nicht, und dann würde ich sagen, wir fangen direkt mal an, das erste Backpack zu bestücken, wir nehmen mal das Rote am Anfang. Fangen wir erstmal mit dem Roten an und tun direkt mal die wichtigsten Sachen hier rein. So, und warte mal, die kommen direkt in das grüne Backpack. Ist schon, fängt's an mit dem Sortieren, das ist schlimm. Egal, ich will das ein bisschen ordentlich halten hier, deshalb mache ich das jetzt direkt so. So, so kommt das Brain, nehmen wir auch mal mit. Zombie Brain, davon filmen wir auch so viel. Da muss ich das nicht immer extra wegschmeißen. So, okay. Das war aber nicht das Ziel, hier auf dieses Schiff zu kommen, denn ich wollte mir eigentlich nur ein Schiff holen, damit ich hier weiter segeln kann. Komm, und auf geht's. Ja, wer weiß, wie lange diese Reise dauern wird. Ich hoffe mal, dass die mich diesmal länger bei der Stange hält, diese Reise, weil irgendwann hatte ich dann, bei der letzten Reise hatte ich irgendwann die Lust verloren. Ich hoffe, dass es diesmal anders sein wird und dass ich diesmal das finde auch, worauf ich auf der Suche nach bin. Denn dann nach dem Basalt-Cobblestone-Gebiet, das suche ich ja effektiv gerade oder exzessiv, meine ich, suche ich das gerade. So, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nämlich direkt hier wieder raus. Das Boot ist zerstört worden. Die Sticks schmeißen wir eben weg. Die brauchen wir jetzt nicht. Dann geht's direkt mal weiter. So. Was haben wir denn hier? Hier ist eine Burg. Eine kleine Burg hier oben. So, warte mal. Was haben wir denn hier? Hier müsste doch irgendwo was sein. Gucken. Nee, hier ist nichts. Irgendwo sind doch bestimmt ein paar Gegner, oder? Habe ich doch so im Gefühl, dass hier irgendwo bestimmt Gegner sind. Wobei... Das ist eine Falle. Ach so, okay. Na dann. Machen wir was so. Ich baue die mit Absicht gerade mit der Spitzhacke ab, weil wenn ich das jetzt mit der Axt abbauen würde, würde alles, was oben ist, abgebaut werden. Und das will ich nicht. So, das heißt, wir machen jetzt einmal diesen. Und dann ist das Ding nämlich entschärft. Und dann kann hier nichts mehr passieren. So. Machen wir das mal gerade weg. Oh, sorry, ich muss ausleuchten. Entschuldigung, habe ich vergessen. Ich muss ja ausleuchten. Sonst seht ihr ja nichts. So. Dann mal das hier weg. Was haben wir hier? Hier ist quasi nur Schund drinne. Das ist natürlich sehr gut. Oh, guck mal. Ein Rare-Skelett. Cool, drop bitte was für mich. Sackgesicht. Ich hasse diese Viecher, wo du was droppst immer. Oh, cool. Crystal Bow. Mit Power 1 sogar. Cool. Nicht schlecht. Ey, Creeper! Yeah! Sterbt ihr Süßen! Das ist ja der Gegner, mit dem du ja Minecraft identifizierst, ne? Das ist mir mal so aufgefallen. Wenn ich an Dingens denke. Oh, warte mal, stimmt, mir fällt gerade ein. Sekunde, ich mach meinen Satz gleich zu Ende. Wenn du was mit Minecraft verbindest, dann sofort eigentlich der Creeper. Oder der Creeper wird mit Minecraft im Endeffekt direkt verbunden. Das ist wirklich so Standard mittlerweile. Es gibt ja auch viel Merchandise von Minecraft. Und da hast du ja wirklich immer dann Creeper-Kopf, Creeper-Figur und drauf. Ah, ist eigentlich meistens immer mit Creepern dann drauf. Ist, weil du findest selten irgendwas mit Zombies oder Skeletten, weil es die eigentlich schon überall gibt, kann man fast sagen. Die gibt es schon des Öfteren in irgendwelchen Sachen. Deshalb verbindest du automatisch dann Creeper mit Minecraft. Ist einfach so. So, jedenfalls genug Brain gefuckt. Wir werden mal gerade ganz kurz nochmal dahin gehen, denn ich habe was vergessen. Nee, habe ich doch nicht. Okay, ich dachte nämlich gerade, schau doch mal unten nach, vielleicht ist ja unten noch was drin, aber das ist ja wirklich nur so eine Art Baumhaus gewesen. Warum immer das nur so ein Baumhaus ist, was da leer rumsteht, keine Ahnung. Ach, guck mal hier, ein Strauß. Hallo, mein lieber Strauß. Drop mir bitte deinen Kopf. Na, leider nicht, schade. Boah, ich habe den gerade gewone-hittet, ne? Alter Schwede. Das war jetzt geil. Okay, ja, cool, Armadillos. Sterbt mal, ihr Süßen, und droppt mal eure Schädel. Bin ja echt mal auf der Suche nach Tierköpfen. Klingt zwar ein bisschen assi. Oh, was haben wir denn hier? Cool, geiler Baum. Guck mal gerade. Warte, hätte ich auch direkt so abbauen können, ne? Ich assi. Dann gehen die nämlich nicht kaputt. Interessant, Marble Leaves. Marblewood, cool, geiles Teil. Kenne ich gar nicht, hab ich noch nie gesehen vorher. Erste Mal, dass ich diesen Baum sehe, und da hinten ist noch einer. Cool, nehmen wir uns den direkt mal mit.
So, jedenfalls, wo war ich jetzt dran? Jetzt habe ich vergessen, wo ich dran war, um ehrlich zu sein. Ich habe ehrlich gesagt meinen letzten Gedanken vergessen, ohne Scheiß. Ich bin eh so vergesslich. Mein Freundeskreis kämpft damit seit Jahren mit mir, dass ich immer so vergesslich bin. Sie hassen es, um ehrlich zu sein. Ich bin wirklich vergesslich, ohne Scheiß. Also, mein Freundeskreis kann da wirklich ein Lied von singen. Bin der total vergessliche Mensch, bin ich. Mach ich aber nicht mit Absicht, das ist leider einfach so. Ich kann da leider nichts für. Ich bin nochmal leider sehr, sehr vergesslich, was das Ganze angeht. Und was haben wir denn hier? In Tiger Woods. Wir haben wieder den lieben, guten, alten Golfstar gefunden. Yeah, Mann. Sehr gut. Ich bin auf der Suche nur nach Bäumen. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Ich suche was anderes. Wobei ich aber auch gerade mal sagen muss, ich bin noch nie so viel rumgelaufen in Minecraft. Also in Hexit. Ich bin noch nie so viel rumgelaufen wie in diesem Let's Play. Muss ich wirklich zugeben. Wenn ich Hexit so gespielt habe, dann meistens immer nur, hab ich mich an einem Ort immer aufgehalten. Und bin die wirklich viel rumgelaufen. Ist wirklich so. Guck mal, hier greift mich jetzt an, die Säcke hier. Die schönen Bärchen. Komm hier, Teddybären. Ich hab als Kind meinen Teddybär auch immer verprügelt. Nein, Quatsch, Spaß. Ach, guck mal da hinten. Oh, ich muss was essen. Guck mal da hinten, wie süß. Da hinten sind Pinguine. Die haben auch direkt mal kaputt. Wir sind voll der Tiermörder hier, ey. Wir töten alles, was uns auf dem Weg ist. Was zum... Das sind Mammuts. Wie geil. Alter, Mammuts. Haben wir schon Mammuts gesehen in diesem Let's Play? Ich glaube noch nicht. Voll geil. Guck mal, Mammuts, Junge. Boah, Alter, sind das Riesenviecher. Stopp! Der macht aber gut Schaden, der Kollege. Boah, noch mehr Mammuts. Cool, Mammuts. Jede Menge Mammuts. Wie viel Schaden macht der denn? Boah, der macht aber schon heftig Schaden, ne, die Sau. Cool, hier, Pinguine. Stirb, Pinguin. Ey, cool, die lassen sogar noch Federn fallen. Relativ unlogisch. Weil, wirkliche... Ich glaube, wirkliche Federn haben die ja nicht, die Pinguine, oder? Haben die wirkliche, richtige Federn? Ich bin mir da nicht sicher. Ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht oder nie irgendwie was nachgelesen. Weil das sieht nicht so aus, als wenn das Federn wären, um ehrlich zu sein. Ist egal. Bevor ich mich jetzt hier noch weiter verhaspel und Quatsch erzähle. Oh, guck mal, da greift mich sogar an die Sau. Egal, bevor ich jetzt hier weiter Quatsch rede, werden wir mal weiterlaufen. Mal ein bisschen ohne Electric Staff mal rumeiern. Ich meine, ist ja auch mal was Schönes, mal wieder ein bisschen oldschool rumzulaufen, als immer nur mit dem Electric Staff rumzueiern. Ist ja auch Schwachsinn, finde ich so ein bisschen. Ne, deswegen geht schon. Ja, und bald möchte ich natürlich auch anfangen, wo ich die Dinge jetzt hier gerade sehe, die, wie heißen die nochmal hier? Die Gisal. Sekunde. Richtig lesen. Gisal Greens. Möchte ich auch bald mal anfangen, eine Schokobo-Farm zu bauen. Oder zu machen. Die Planung dafür habe ich noch nicht gemacht in meiner Testwelt. Werde ich jetzt aber bald mal dann anfangen. Weil ich es gerade ausgesprochen habe, möchte ich das auch bald mal dann noch machen. Das heißt, wir werden bald mal anfangen, eine kleine Schokobo-Farm zu bauen. Da werde ich mir noch was Schickes überlegen. Irgendwie so eine richtig schöne Scheune oder sowas in der Richtung. Oder eine kleine Behausung für die Schokobos. Und da werde ich die dann züchten so ein bisschen. Ich nehme mal gerade mal hier den Baum mit. Damit ich mal wieder ein bisschen Redwood habe. Wieso kann ich das nicht mitnehmen? Achso, ich bin voll. Stimmt ja. Ganz vergessen, ich bin ja voll. Mit dem Roten hatten wir angefangen, ne? Okay. Dann machen wir erstmal den Roten voll. Jetzt juckt mich wieder das Ohr, wie man mich kennt. So, wir packen einfach mal alles ein, was wir jetzt hier dabei haben. Ich interessiere mich jetzt gerade nicht dafür, was das alles ist. Hauptsache, wir nehmen es mit. Wir haben ja Platz in unserem Zuhause, in unserem Lager. Das heißt, wir können wirklich alles mitnehmen, was wir wollen. Wir haben so viel Platz da. Das heißt, ich kann wirklich... Ich muss nicht mehr aussortieren, was ich brauche und was nicht. Weil ich finde ja... Ich habe auch so viele Backpacks im Endeffekt. Interessiert mich wirklich nicht. Und ich finde auch andauernd wieder Backpacks. Das heißt, ja, ich habe Platz ohne Ende eigentlich. So, jetzt nehme ich noch... Warte mal. Das war gerade ein Redwood, ne? Redwood, vielleicht können wir noch einen anderen Baum noch mitnehmen, den wir hier noch haben. Guck mal, Gesuch hier für das Gebiet, jetzt quasi so eine Farmfolge für Holz geworden. Schon irgendwie komisch. Redwood? Das ist alles Redwood hier, ne, oder? Müsste alles Redwood sein. Was haben wir denn hier? Ist auch Redwood, ne? Okay. Das ist alles Redwood. Hier ist nichts anderes. Hier steht nur das Zeug. Das ist natürlich quasi schlecht. Was haben wir hier?
Blackberry. Blackberry habe ich schon gefunden. Die Telefone habe ich schon. So, okay. Ne, hier brauchen wir auch nichts. Ist alles ja Redwood. Weil die auch so unterschiedlich aussehen, ne? Hier Redwood. Das ist aber auch Redwood, ne? Ja, Tatsache. Okay. Biber! Biberbrüder. Ich muss immer an, die Biberbrüder denken, wenn ich einen Biber schlage. Okay, ne, hier ist gar nichts mehr. Okay, oh cool, hier haben wir ein Dorf gefunden. Ein Dörfchen, kleines Dörfchen. Was haben wir denn hier? Oh, der arme Kerl kommt gar nicht raus. Ich helfe dir. So, bitte sehr. Lass dich nett von mir. Dafür gibst du mir jetzt was, Tolles. Hm, natürlich gibst du mir nur Scheiße. Wo ist denn hier noch einer? LOL. Was zum Geier? Was denn hier passiert? What the fuck? Moment mal. Was ist denn hier passiert? Ich helfe euch. Ich komme. Warum ist das Haus geht hier so... Was ist denn hier passiert? Was ist denn ein Quatsch? Das Haus ist ja voll komisch hier. Guck mal, die arme Sau kommt gar nicht raus. Hier vorne ist das, ne? Gucken wir mal gerade. Ich sehe gerade nichts. So. Kannst du mal aufhören, die Türe dauernd zu betätigen, du Arsch? Das nervt ja voll. Ich helfe dir ja schon. Könnt ihr euch mal anstellen und mal nacheinander ins Haus reingehen, ihr Säcke? Was ist ja schlimm, ne? Meine Güte. Guck mal, hier mitten in dem Haus ist so ein... Was ist das denn für ein Quatsch? Wer hat denn das hier gebaut? Das ist ja vielleicht ein Quatsch. Helft den Jungs mal gerade hier anständig zu wohnen. So. Jetzt können die Jungs aber wenigstens anständig hier leben. So, warte mal. Machen wir das mal so. Machen wir unten mal gerade hier dicht, so ein bisschen. Nein, geh weg. Geh doch weg. Ich will euch helfen. So. Jetzt könnt ihr wenigstens anständig wohnen hier, Jungs. Ich mache euch sogar noch hier das Ding etwas größer. Guck mal, ist das nicht nett von mir? Oh hier, wieder eine gute Tat vollbracht hier. Willst du da hin? Wo will der hin? Irgendwie nervt der Kollege, kann das sein? Und der will hier irgendwo hin. Der folgt mir regelrecht, wenn ich jetzt mich hier reinbaue. Guck mal. Was sind das für Typen? Was ist mit denen los? Hallo? Wo wollt ihr hin? Komm ich mal hier gerade lang. Gucken. Vielleicht wollen die ja hier raus. Kann ja sein. Ich helfe denen erstmal gerade so. Ich hab gerade mal Lust, denen irgendwie so ein bisschen zu helfen, den Jungs. Weil anders macht's ja sonst keiner. Ich bin der Einzige, der hier ist, der helfen kann. Aha, noch sind sie hinter mir. Okay. Guck mal, ich klappe jetzt einfach mal hier raus. Ich glaube, hier ist ja so ein kleiner Berg. Der gleich hier hinten endet. Warte mal, ich kann mich mal nach oben. Ah, guck mal hier. Tageslicht. Hey, wir haben es geschafft. Und graben wir hier mal so einen kleinen Weg nach oben, dann könnt ihr nämlich raus. So, siehst du? Zack, könnt ihr wieder raus, Jungs, wenn ihr wollt. Kein Problem. Aber wo wollen die denn hin? Die wollen irgendwo da oben hin. Hab ich das Gefühl. What the f... Was ist das denn? Greift der mich an? Wo will der hin? Was denn mit dem? Ey, schwarzer Bär. Was wollte der? Ey, der hat den Kopf gedroppt. Cool, ich habe einen Black-Bär-Kopf. Cool. Yeah, sehr gut. So wollen wir das haben. Warte mal, ich kann mal hier ausleuchten. So ein bisschen. Zack, 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 zack. So, siehst du? Haben wir es ein bisschen wohnlicher für die armen Jungs gestaltet. Mein Gott, die armen Kerl. Irgendwie haben die mir leid getan gerade. Deshalb musste ich denen mal gerade einfach helfen. Da kam so der helfende Instinkt in mir hoch. Helfender Instinkt. Was ein Quatsch. Das ist aber ein großes Dorf, kann das sein? Guck mal hier. Hier geht's ja immer weiter. Alter Schwede. Oh, guck mal, cool. Ne, Dingensbummens, eine Schmiede. Mit einem toten Biber. Ein Biberkopf. Sehr cool. Was haben wir hier? Nur Quatsch. Okay. Sag mal, ist hier schon wieder... Guck mal, bald ist Nachtruhe, ja? Hast du das mitgekriegt, du blödes Zombie? Wo ist denn das hier? Wo ist ein blödes Zombie? Kannst du mal ruhig sein? Mensch, du.
Nee, es ist viel zu dunkel, Leute. Ihr müsst euch mal dringend mal ein paar Fackeln überall hinsetzen. Boah, Alter, das ist ja Wahnsinn hier, wie die laufen müssen, die Jungs. Um hier reinzukommen. Meine Fresse. Und hier ist auch nur das halbe Haus wieder dicht. Mein Gott, hier muss man wirklich mal ein bisschen Pionierarbeit leisten und den Leuten mal helfen. Bei ihrem Wohnen hier. Bei Pionierarbeit, was war jetzt auch wieder so ein Quatsch. So, siehst du, schon viel besser hier. Mein Gott, das ist ja vielleicht ein Dorf. Das ist ja vielleicht so. Das ist ja vielleicht dämlich gesetzt worden. Meine Güte. Also mal ohne Scheiß. Na gut. Egal, lassen wir dieses Dorf hinter uns. Wir haben den Jungs auf jeden Fall geholfen, so ein bisschen. Und, oh, hier geht's tief runter. Das ist aber schlecht. So, und jetzt habe ich da hinten wieder einen riesengroßen See. Und, aua! Manno! Was soll denn das? Gibt's eigentlich Spinnenköpfe? In Minecraft? Gibt's gar nicht, ne? Die Frage habe ich mir noch nie gestellt, ob's in Minecraft Spinnenköpfe gibt. Würde mich mal interessieren, ohne Scheiß. Gibt's das? Wisst ihr das? Ich habe noch nie einen Spinnenkopf gekriegt oder so, deswegen frage ich gerade. Sollen wir gerade alles hier reinpacken? Das auch noch. So, und dann hier den raus. Und dann geht's nämlich jetzt doch mal wieder mit dem Dings ein bisschen weiter. Ach, guck mal, wieder ein schwarzer Bär. Ich habe gerade deinen Kumpel getötet. Bist du böse auf mich? Scheinbar aber nicht. Egal, jetzt bist du aber böse auf mich gleich. So. Hat der den Kopf gedroppt? Schade, leider nicht. Egal, dann kann man den Mist auch hier wegschmeißen. Den brauchen wir jetzt nicht. So. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ab mit dem Rage to Death wieder so ein bisschen. Aber langsam, wir werden ein bisschen langsamer hier machen. Wenn jetzt mal so ein bisschen vorsichtig sein mit dem Vortasten in neue Gebiete. Bevor ich hier schon wieder Probleme gleich habe. Ich kann ja mal gerade hier drauf gehen, weil da sind nämlich ein paar Tiere, die wir mal gerade kaputt schlagen. Für Köpfe. Niet Köpfe. Guck mal hier, braune und weiße Bären. Ah, süße. Brauner Kopf. Komm schon. Droppt ihr auch noch einen Kopf, bitte. Dann habe ich schwarz, weiß und braunen Kopf. Das wäre richtig cool irgendwie. Ach, schade. Natürlich droppen die keinen Kopf. Das war mir natürlich klar. Oh, guck mal. Oh, geil. Guck mal. Ein Eisturm. Gott, da werden wir in der nächsten Folge einfach mal drauf gehen. Aua. Du lebst ja auch noch. Willst du deine Freunde rächen? Schaffst du aber nicht. Leider schaffst du das nicht. Da bist du so schwach für. So. Und jetzt fällt mir auch gerade wieder was ein. Ich könnte mich auch mal wieder umgucken, ob ich irgendwo eine Exalblume finde. Das wäre ja auch sehr nice, wenn ich da mal wieder was finden würde. Was ist denn da hinten? Warte mal. Das guck ich mir aber noch an. Sind wir dann in der nächsten Folge vielleicht erkunden, je nachdem. Ach, guck mal hier, hinter mir ist eine Spinne, ich weiß, ich höre es. Guck mal, hier ist ein kleines Häuschen, ist hier. Was ist denn hier drinne? Ach, guck mal, das ist eine Kathedrale, eine kleine. Cool, hier können wir uns mal gerade niederlassen. Ich würde nämlich sagen, hier mache ich nämlich dann mal die Folge zu Ende. Und hier ist dann die Folge dann zu Ende für heute. Das war doch eine schöne Runde. Wir haben ein bisschen Tiermörder gespielt. Okay, ist ein bisschen fies, aber egal. Gut, dann würde ich einfach sagen, wir machen einfach in der nächsten Folge an dieser Stelle hier weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao.